Herr Spuler, die Stadler hat beim Auftragseingang einen Rekord verzeichnet. Bei der EBIT-Marge war es vielleicht eher ein bisschen enttäuschend, das 2019. Bereitet Ihnen das große Wachstum Probleme bei der Profitabilität? Ja, ich glaube, zuerst mal eine Gratulation an das Management. Wir haben einen hervorragenden Job gemacht. Wir haben einen Sprung gemacht auf 444 ausgelieferte Züge und Lokomotiven. Das sind 80% mehr als in 18. Und das hat halt zu gewissen Spuren geführt. Speziell erwähnen möchte ich den Auftrag East Anglia, wo wir große Probleme hatten mit einem Unterlieferanten, der einfach von der Performance her nicht das gebracht hat, was man sich erhofft hat. Und das kann halt in unserem Geschäft mal zwischendurch passieren. Ihre Branche ist jetzt ja auch im Umbruch. Alstom kauft wohl das Bahngeschäft von Bombardier. Was könnte das für die Stadler Rail bedeuten? Ja gut, ich muss immer wieder daran erinnern, dass wir in einem Projektgeschäft drin sind, nicht in einem Produktgeschäft. Als Beispiel, wir haben über 1900 Flirtzüge verkauft, aber bei jedem Auftrag müssen wir halt Anpasskonstruktionen machen. Das ist was ganz anderes, wenn Sie im Automobilbereich sind oder in der Flugzeugindustrie. Und aus diesem Grund ist Größe per se einfach kein strategischer Vorteil. Auch von den Skaleneffekten her haben wir da Einschränkungen gegenüber dem Produktgeschäft. Und von dem her gesehen, beunruhigt uns das jetzt nicht sehr, wenn jetzt die zwei Großen zusammengehen. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt in den Produkten. Das zeigt sich auch, wie wir doch im internationalen Wettbewerb sehr gut bestehen. Und aus diesem Grund warten wir jetzt mal ab, was da auf uns zukommt. Sprechen wir noch von Ihrer Dividende. 2020 wollen Sie 60% des Konzernergebnisses ausschütten, haben Sie gesagt. Was heißt denn das jetzt konkret vielleicht? Können sich die Aktionäre im kommenden Jahr dann auf mehr oder weniger Dividende freuen? Ja gut, wir haben auf den Roadshows beim IPO immer wieder davon gesprochen, dass wir zwischen 50% und 60% der Dividenden ausschütten. Und ich glaube, da müssen wir uns auch daran halten. Ich glaube, das ist wichtig auch für unsere Aktionäre, dass sie in diesem Bereich eine gewisse Guidance haben. Und aus diesem Grund halten wir an dem fest. Derzeit sprechen nun alle vom Coronavirus, allgemein überall. Was könnte denn diese Pandemie für Ihr Geschäft als Zugbauer bedeuten? Ja gut, das ist momentan relativ schwierig zu beurteilen. Es gibt Staaten wie die Schweiz, die sehr rigoros da vorgehen. Ob das der richtige Weg ist, wird sich in 6 oder 12 Monaten weisen. Für uns kann natürlich ein gewisser Einbruch bei Unterlieferanten die Folge davon sein, dass die irgendwelche Komponenten, die sie vielleicht in China beziehen, nicht bekommen oder zu spät bekommen. Bis jetzt haben wir noch nicht große Anzeichen von dem, aber das kann sich natürlich sehr schlagartig ändern. Und wir warten jetzt ab, wir haben Dispositive aufgebaut, wie wir da dagegen halten können, und jetzt müssen wir mal abwarten.